2, 1. Moin Mann und hallo, Tadato, herzlich willkommen zu Spinners and Conviction von mir, dem Mann, das auf Gas Club. Wir sind genau an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Und jetzt hören wir doch mal rein, warum wir denn unbedingt wieder in Amerika sind. Benzin ist teuer. Er hat einmal daneben geschossen, der letzte. Colonel Prentice, Major Robertson. Major Robertson. Keine Zeit für Smalltalk. Gemäß Zeitplan müssen Ihre Männer abrücken. Es läuft alles wie geplant, Director Reed. Sie werden seit 0900 verlegt. Gut. Sehen Sie zu, dass alles glatt läuft. Ich treffe die Vorbereitungen bei Third Echelon. Auf unserer Seite läuft alles klar. Habe ich nie angezweifelt. Meine Herren, entschuldigen Sie uns bitte. Ich muss kurz mit Frau Grimstad hier sprechen. Es gibt da noch eine Unklarheit. Natürlich. Major? Gut. Fischer gehört dir, Anna. Du hast ihn auf Malta eingepackt, du darfst ihn auch wieder auspacken. Finde raus, was er über die EMPs weiß, wieso er es weiß und warum er unserem Freund Corbin wehgetan hat. Könnte eine Weile dauern. Er wurde ausgebildet, um Verhören standzuhalten. Setz ein, was nötig ist. Drogen, Gewalt, mir egal. Beschaff die Antworten und lass ihn verschwinden. Sei diesmal nur etwas gründlicher. Ich versuch dran zu denken. Sonst noch was? Sieh zu, dass du anfängst. Ruf an, wenn es Neuigkeiten gibt. Ich bin im Hauptquartier. Seine Fresse, ey. Ich arbeite für Präsidentin Caldwell als Maulwurf bei Third Echelon. Reed ist der neue Director. Er arbeitet mit unseren Gastgebern, der Privatarmee namens Black Arrow, zusammen. Sie schmuggeln russische EMP-Technik über Malta ins Land. Und Reed blockiert sämtliche Ermittlungen in diese Richtung. Das pfuscht der Präsidentin rein. Reed bekommt von einer sehr einflussreichen Stelle Rückendeckung. Die Präsidentin kommt nicht weiter. Wir wissen, dass diese Leute was Übles im Schädel führen. Aber wir wissen weder, wann es losgeht, noch was es sein wird. Aha, hilf du ihr doch. Ist doch sicher schön, mal wieder aus dem Büro zu kommen. Lass das, ich brauche dich. Sobald ich was unternehme, fliegt meine Tarnung auf. Du gehörst nicht mehr dazu. Du kannst tun, was du willst. Nein, ich mach sowas schon lange nicht mehr. Erzähl das den Jungs, die du auf Malta umgelegt hast. Sie müssen glauben, dass du mich angegriffen hast und geflohen bist, sonst bin ich erledigt. Schlag mich. Sorg dafür, dass es echt aussieht, Sam. Grim, nur zur Erinnerung. Ich bin raus aus dem Spiel. Bist du nicht. Ein Wort über sie und du warst wieder am Start. Nur ein Wort über Sarah und du warst gleich wieder mittendrin. Was weißt du über sie? Nimm meinem Vater seine Familie und er hat nichts mehr zu verlieren. Und das werden wir jetzt sehen. Ich weiß, dass sie lebt. Wie ist das für den Anfang? Du lügst. Sie ist tot. Lambert hat es mir gesagt und sein Wort zählt deutlich mehr als deins. Sie lebt und ich weiß, wo sie ist. Ich wusste es die ganze Zeit. Du lügst. Warum sollte ich dir glauben? Ganz einfach, weil meine Leute sie haben. Wenn du mir hilfst, siehst du sie wieder. Wenn nicht, kann ich nichts für sie tun. Hoho, der Ansage doch. Lüg mich nicht an, ich werde dich töten. Hast du verstanden? Ich werde dich töten. Das Spiel so gern. Ach, Sam, ich lüge dich jetzt schon seit Jahren an. Ich hätte das Spiel so gern auf Englisch, dann passt die Lippensynchronisation. Okay, ich. Richtige Zuhälter-Schellen. Okay, das reicht. Gut gemacht. Als Maul. Ah, halt dein Maul. Hier. Mein Auto parkt draußen vorm Tor. Ist ein roter T-208. Hab seinen GPS-Chip deaktiviert, damit Third Echelon ihn nicht orten kann. Nimm die Schwanenhalskamera, sie ist mit diesem Telefon verbunden. Das Signal ist verschlüsselt. Für den Fall, dass du einsam wirst? Damit ich ein Telefonat mit Sarah arrangieren kann, um dir zu beweisen, dass sie am Leben ist und es ihr gut geht. Verschwinde jetzt von hier. Draußen liegt C4. Schnapp's dir, könnte nützlich werden. Melde dich, sobald du's hast. Und was ist mit der Knarre? Ziel damit nicht auf die Falschen. Oh, keine Sorge.
Richtige Zuhälter Shellen. Wir haben ihr so krass eins in die Fresse gehauen, dass sie direkt blaue Flecken hat. So. Auf geht's. Ich hasse diese Mission. Was heißt, ich hasse diese Mission? Ich hasse das Ende dieser Mission. Verdammt! Das ist Fischer! Was? Komm mal runter von deinem Trim, Alter. War da nicht irgendwas in Indonesien? Hörst du, das glaubst du nicht. Oh Mann! So, jetzt will ich, das Lustige ist jetzt, man kann jetzt einfach irgendwo hingehen, seinen Kopf gegen die Wand hauen oder man macht Folgendes. Hui! Und weg ist er. Ich meine, der Typ wiegt bestimmt, lass es 90 Kilo sein, als wäre er ein nasser Sack. Gar kein Problem. Grim, ich hab das Paket. Gut, hör mir zu. Die können mein Auto zwar nicht mehr mittels GPS orten, brauchen das aber auch gar nicht zu tun, weil sie einen Hubschrauber haben. Die ballern mich einfach von der Straße. Wir sind so weit draußen, dass es kein Schwein mitbekommen würde. Du musst den Hubschrauber also vorher ausschalten. Alles klar. Ihr sollt mit der Zündung aber noch etwas warten. Aktuelle Ziel, überall hinklatschen, indem man sich das mit T anschaut und dann kannst du es da stehen lassen und dann steht das da. Richtig witzig. Mach ich nie, aber ist ganz lustig. Ist alles zu 100% abgedeckt? Wir lassen es erstmal trocknen. Lalala. Mach mal einen Abgang. Ich hab schon wieder C gedrückt übrigens. Sitzen, wenn sich rausstellt, dass es das nicht tut. Es trocknet nicht schnell genug. Das sollte es aber. Wir testen es früher, als mir lieb ist. Tragen wir weitere Schichten auf. Bald. Voilà. Hab ich mich jemals geirrt? Bart, Junge, ins Gesicht. Mit den Reihen. So. Auf einer Fiberglas-Matrix. Die Army hat das Zeug entwickelt. Unsere Forschungsabteilung hat's perfektioniert. Dann sind die ja doch für was gut. Ja, Sir. Hat Vorteile, die schlauen Jungs auf seiner Seite zu haben. Schlaue Jungs machen oft die dämlichsten Fehler. Dass sie mir keine Scheiße bauen. Na, was glaubst du wohl, warum wir das Zeug vorher testen? Verstanden, Sir. Sie können sich auf mich verlassen. Du hast recht. So, hat keiner mitgekriegt. Den. Verdammt! Scheiße! Jetzt sehe ich den anderen natürlich nicht so. Mist. Scheißdreck! Na! Beide nicht da gewesen. Mann, das sieht übel aus. Mist! Zack. Oh mein Gott, wo ist er? Tot. Gar kein Problem für den Fischer. So, ist hier noch. Mir entkommst du Gott. Nicht! Du bist hier nicht der einzige taffe Dreck! Halt dein Maul, Alter! Wo kommst du eigentlich her? Penner! Ich wusste gar nicht, dass da noch einer steht. Naja, egal. So. C4. Grim, ich habe mich um den Hubschrauber gekümmert. Jetzt ist das Stromnetz an der Reihe. Okay, die Jungs von Black Arrow haben ganz schön dran rumgefrickelt, als sie den zivilen Flugplatz für ihre Zwecke umgebaut haben. Dann ist es überlastet und instabil. Die Stromrelais sind vermutlich die Schwachstelle. Wo finde ich sie? In einer der Baracken wurde eins installiert. Es ist im Gebäude. Da will ich mein Glück versuchen. So, zack, zack. Wir nehmen uns jetzt aber mal die hier mit. Upgraden. Kaufen, kaufen, kaufen. Mittlerweile habe ich so viel, dass es mir egal ist. So. Let's go. So. Da. Netz. Netzverteilung unterbrechen. Richtig schön. Deutsch. Achtung an alle. Der Speisesaal bleibt bis auf weiteres geschlossen. Oh nein. Ich hätte gern diese Granaten, aber gut. Nirgends. Hi, was geht denn? Überraschung. Hi. Siehst so viel besser aus. Wir möchten daran erinnern, dass die private Nutzung von Dienstfahrzeugen untersagt ist. Jeder, der dieser Anweisung zuwiderhandelt, hat mit Disziplinarmaßnahmen zu rechnen. Ich finde den Spruch so geil. Siehst viel besser aus. Wie geht's weiter? Das Übliche. Material überprüfen, 8 Stunden schlafen und dann Abmarsch. Oh, Scheiße! Keiner mitgekriegt. Zack. Achtung, Achtung! Die Schießübung wurde auf 0800 verschoben. Ich wiederhole, die Schießübung wurde verschoben. Oh Gott! Da hat keiner gesehen. Ich hab's immer noch drauf, das ist absolut cool. Nein. So, hier lang, hier lang. Oh, ich weiß, was in diesem Haus abgeht. Könnte man eigentlich mal die hier nehmen?
Dann können wir nämlich drei Stück anvisieren. So. Aha. Achtung, Achtung an alle. Das Auffüllen der Vorräte wurde abgeschlossen. So. Alle weggemacht. Und da haben wir das Netz, die Netzverteilung. Massives Metall! Gar kein Problem! Wirf das Notstromaggregat an! Los! Niemals! Bring wir's hinter uns, du Penner! Okay. Ei, ei. Du bist erledigt, Arschloch, ich komme! Los, los. Na los, gegenseitig sichern! Du bist erledigt, hast du gehört? Erledigt! Okay. Einfach jämmerlich, oh, sicher! Oh. Komm raus! Ich könnte natürlich jetzt auch einfach so machen. Hey, da ist er! Die Tür öffnen. Du hast nichts Gute raus, Arbeit, hast du gehört? Und jetzt zu meinem Auto. Es steht vor dem Tor, Mist, etwas abseits. Und schon haben sie mich vergessen! Das hast du mir nicht gesagt. Es gibt... Oh! Ich wurde immer auf zwei Bildschirmen getötet. Hoppla. Egal, Checkpoint FTW. Nein, jetzt bin ich wieder hier. Verdammt. Das wusste ich echt nicht, sonst funktioniert das immer. Egal. Auch dies ist gar kein Problem für mich. Wir nehmen einfach... Verdammte Axt. Ups. So. So. Achtung an alle. Der Speisesaal bleibt bis auf weiteres geschlossen. An alle Einheiten, die später zu Robert. Da drüben, ja. Das ist Oma, das gibt's doch nicht. Gib auf, Arschloch. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Hey. Scheiße. So, ich komme jetzt, du Arschloch. Hey, da ist Fischer. Feuerschutz, muss da haben. Scheiße. Das ist absolut korrekt. Komm raus, Fischer! Ist ja peinlich! Ich hab Fischer gefunden! Du bist tot, Fischer! Verdammt! Komm aus deinem Versteck! Achtung, werfe Hilf mir doch nicht! Hast du die Dame nicht gemocht? Autsch. Jo. Na komm, zeig mir, was du drauf ich schleiche... Hast. Oh, Gottes Willen! Verstecken. Komm, ich sehe ihn! Komm, ich weiß, dass du hier bist. Zeig dich! Ich bin hier nirgends. Hört auf einen Schatten zu schießen. Vorrücken, ich sichere dich! Ich erledige ihn! Feuerschutz! Hallo? Okay, darf ich jetzt? Danke. Ich. Hallo? Bist du ein Flugzeugfischer? Komm her, ich lass dich fliegen! Jetzt zum nächsten Zaubertrick. Ja, auf zum nächsten Zaubertrick. Ich hab keine Zeit für diesen Scheiß. Komm raus! Der geht mir langsam auf den Keks. Sucht weiter. Mist! Oh, Scheiße! Wir müssen ihn finden. Da! Jetzt das muss mal, von da drüben cool gekommen ist. Sein. Das war's, Penner. Mist, endlich! Zack, zack, zack. Turborasur ist am Stissel. So, und diesmal machen wir es richtig. Der Strom ist weg. Wirf das Notstromaggregat an. Los, komm raus. Da drüben ist Fischer. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Tschüss. Gar nicht übel. Shut the fuck up. So, hier durch. Gute Arbeit, Sam. Und jetzt Warte zu meinem Auto. Dich, es steht los. Vor dem Tor, etwas abseits. So. Doch so kommst du nicht weit. Was hast du mir nicht gesagt? Gespeichert. Es gibt eine Satellitenschüssel mit einer Verbindung zu einem privaten Spionageflugzeug. Setz sie hier ein und schalte sie aus. Ich dachte, dein Auto sei sauber. Was ist das denn bitte jetzt gerade? Richtiger... Aber wenn sie dich sehen können, hilft dir das auch nicht weiter. Denk mal drüber nach, ob du mir nicht noch was verschwiegen hast. Ich bin ja richtig krass am Rumstelzen hier gerade. Heftig krass, ich bin der beste Splinter Cell EU West, würde ich da mal behaupten. Gehen wir auf keinen Fall rein! Warum ja. Kommst du nicht zu uns? Da gehen wir auf keinen Fall rein, Mama! Warum kommst du nicht zu uns? Halt einfach dein Maul! Ja, sicher, Arschloch! Wir sind doch nicht so bescheuert und gehen da rein! Scheiße! Halt
Halte die Augen auf. Das du bist ja nicht der einzige taffe Dreckskerl, Fischer. Doch, bin ich. Ich weiß, dass ich von der einzigen Dreckskerl entdeckt wurde, aber ich will irgendwann auch mal sterben. Ja. Realistisch, meine Damen und Herren, wie schlecht die schießen. Da ist ja auch eine Privatarmee. So. Und jetzt spielen wir mal so. Nicht wie Rambo, sondern normal. Meine Fresse, wie ich das normalerweise lösen würde. Gute Arbeit, Sam. Und jetzt zu meinem Auto. Es steht vor dem Tor, etwas abseits. Doch so kommst du nicht weit. Was hast du mir nicht gesagt? Ich muss den es gibt eine Satellitenschüssel mit einer Verbindung zu einem privaten Spionageflugzeug. Setz sie hier ein und schalte sie aus. Ich dachte, dein Auto sei sauber. Naja, das ist es auch. Aber wenn sie dich sehen können, hilft dir das auch. Verstehe! Okay, Arschloch, das reicht! Die Aktion mit dem Typen, den da umzulegen, war schon dumm. Oh, ich rieche eine Fail-Aufnahme. Aber egal. Das ist nicht wie bei Sniper Elite. Das Spiel macht mir trotzdem noch Spaß. Gute Arbeit, Sam. Und jetzt zu meinem Auto. Es steht vor dem Tor, etwas abseits. Doch so kommst du nicht weit. Was hast du mir nicht gesagt? Kannst dich nicht ewig es gibt eine Satellitenschüssel mit einer Verbindung zu einem privaten Spionageflugzeug. Setz C4 ein und schalte sie aus. Ich dachte, dein Auto sei sauber. Hey! Naja, das ist es auch. Aber wenn sie dich sehen können, hilft dir das auch nicht weiter. Denk mal drüber nach, ob du mir nicht noch was verschwiegen hast. Wenn es sein muss, durchsuche ich den ganzen scheiß Flugplatz. Nee, das wäre unnötige Arbeit, wenn du den ganzen Flugplatz durch, nach mir durchsuchst. Gib auf! Flop! Flop. Die Lage hat sich beruhigt. Bleibt in Bereitschaft und meldet alle ungewöhnlichen Vorgänge. Ja, genau. Da liegen drei tote Leute. Ist normal. Oh, Scheiße. Ich werde dich finden, Alter. Ist ja. Nur eine Frage der Zeit. Oh. Nur weil ich alt bin, heißt es nicht, dass ihr mich so nennen dürft. Habe Respekt vor mir. Los, komm raus. Ich bin hier. Lass mich nicht nach dir suchen müssen. Hilfe. Oh, halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. War ganz okay. Ja. Genau, finde ich auch. War eigentlich ganz okay. Kann man mal machen. Ach du Scheiße. Ich werde dich finden, du Schwein. Hast du gehört? Boah, geexecuted, Alter. Aber richtig krass. Und dann bezahlt er dafür. Das schwöre ich dir. Oh. Ich weiß, dass du hier bist. Komm raus. Das ist Privatgelände. Ich finde ihn. Das schwöre ich. Ich bin überall und nirgends. Ich bin quasi ein Schatten. Das ist Fischer! Nein. Schießt! Was zum... Du bist erledigt? Wollen doch mal sehen? Ah, nein. Lauf, Fischer! Interagiere! Na, scheiße. Tausend Leute rum. Oh, 18 FPS. Scheiße, ist ja der scheiße, Wahnsinn. Scheiße! Ich glaub das nicht! Ich auch nicht. Bist du Penner denn? Verdammte Axt. Du kannst dich nicht verstecken. Komm raus. Ja, ich höre ihn rechts von mir. Ich sehe... Hey, Himmel, Herrgott. Penner. So. Satellitenschüssel, weg damit, ey. Grim, hab mich um die Schüssel gekümmert. Gut, bringen wir dich raus. Mein Auto steht vor dem Tor. Die Autos, die dir folgen, könnten alle dahinter. Das ist kein Zufall. Zerstöre das Sicherheitssystem und sie sitzen hier fest. Gute Idee. Zum Glück habe ich nicht fester gehauen. Bewaffnet und gefährlich. Umgehend alle Posten besetzen. Wir haben die Erlaubnis, das Feuer zu eröffnen. Nichts drauf! Hast du gehört? Bringen wir es hinter uns! Na komm, zeig mir, was du drauf hast! Oh, Scheiße! Das war ich nicht. Nein, keine Blendgranate. Nein, aua. Nein. Warum habe ich 17 FPS? Was ist das? Komm raus, du Arsch! Ja. Keiner sieht mich! Sicherem! Au, Minakoim! Sam, schlechte Neuigkeiten. Sarah geht's gut, aber ich muss euer Telefonat verschieben. Lass die Spielchen. Und ruf mich erst wieder an, wenn du meine Tochter am Apparat hast. 24 FPS. Was ist denn da jetzt wieder so... Krasse Legs. Sieht sauber aus. Gehen wir zum nächsten Abschnitt. Da ist er! Ich sehe ihn! Zeig mir, was du kannst, Penner! Wir haben ihn! Vorstoßen! Los, Fischer, los. Ich hab ihn gefunden! Kopf einziehen, Fischer! Du kannst irgendwo hin! Los, zeig dich! Was, Penner? Zeig mir, was du drauf hast!
Denn das, du Weichei! Diesmal hab ihn, er ist da drüben! Hast du die Dame nicht gemocht? Natürlich nicht. Da ist Fischer! Da! Verpiss dich! Penner! Versuch nicht mich, du Verscheißer! Wo bist du? Was zum Teufel? Nein! Ja, mich mit der Schrotflinte direkt weggesetzt. Verdammt! Sam, ja, schlechte Neuigkeit. Ja. Sarah geht's gut, aber ich muss euer Telefon verschieben. Lass die Spielchen und ruf mich erst wieder an, wenn du meine Tochter am Apparat hast. Ich, was? Ich, kommt hier. Ich komm dich jetzt holen, Mann. Du willst mir Ärger machen? Okay, spiel. Danke. Wir. So, und jetzt bitte nochmal vernünftig, Hannes. Sikere. Sam, schlechte Neuigkeiten. Sarah geht's ja gut, aber ich muss euer Telefonat verschieben. Lass die Spielchen und ruf mich erst wieder an, wenn du meine Tochter am Apparat hast. Schick da eine kommen. Oh Mann, wie hab ich das früher denn immer gemacht? Ich bleib hier, geht ihr Jungs weiter. Ich hab keine Zeit für Spielchen. Komm raus! Okay, da ist einer. Ich halte die Stellung. Vielleicht sehe ich ihn ja. Das ist Fischer, tötet ihn! Du kommst nicht lebend vom Flugplatz! Erledigt Arschloch, ich komme! Wollen doch mal sehen, was du kannst! Versteck! Augen zu! Werfe Blendgranate! Jetzt hab ich dich! Wisst ihr was, ganz ehrlich, hier kommen. Danke. Oh, shit, ey. Wie hab ich das denn damals noch gemacht? Ich bin da ohne Probleme durchgekommen. Sarah geht's gut, aber ich muss euer Telefonat verschieben. Lass die Spielchen und ruf mich erst wieder an, wenn du meine Tochter am Apparat hast. So hat man das gemacht. Das ist der! Meld ihn nieder! Fischer, er ist da drüben! Ich bin nirgends. Überall und nirgends. Bewegung, ihr. Ich sehe ihn, da drüben! Du bist tot, Fischer! Komm, zeig mir, was du drauf hast! Bring mir es hinter uns! Das ist er, da drüben! Keiner flieht von unserem Stützpunkt, Fischer! Da ist er, ich sehe ihn! So groß ist er! Nimm das, du Penner! So. Komm schon, sei ein Mann, zeig dich! Soll das okay sein? Mich kriegt niemand da rein! Willst du fliehen? Piss dich! Da hat sich das Training doch gelohnt. Richtig, so und jetzt haltet. Nein. Sam, hier, so durch. So. Und durch hier. Boah, 20 FPS! 30! Paladin 9 Security, Victor Costa am Apparat. Vic, hier Sam. Ich bin in der Stadt und könnte Hilfe gebrauchen. Wenn du Hilfe brauchst, sollten wir das nicht am Telefon besprechen. Mann, was zum Teufel ist denn da bei dir los? Wusste, dass du das erkennst. Erinnert dich das an etwas? Ja. Yeah. Irak. Hey, Sir. Wie geht's deiner Kleinen? Mir geht's gut. Hatte ein Bild von ihr in der Post. Ich glaube, ihre Mutter hat ihr dabei geholfen. Klasse. Meine Kinder malen mir nicht. Die schreiben nicht mal. Die wissen halt, dass du nicht lesen kannst, Mann. Lach dir nur. Wenn ich hier erstmal raus bin. Suchst du einen Kindergarten? Naja, ich habe gehört, dass die in Kindergärten Aufnahmeprüfungen haben, Sam. Ob Vic das schafft? Runter, alle runter! Vertraute mir. Hauptsächlich aus dem Grund, weil wir beide am Golf eine Menge durchgemacht haben. Nachdem Third Echelon diese komische Nummer mit ihm abgezogen hatte, rief er mich an.
Er brauchte jemanden, der ihm den Rücken frei halten konnte. Schocker-Szene ganz normal, weil ja 2010, da hatte ich jedes Spiel sowas. So, aber auch hier würde ich wieder sagen, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. 25 Minuten diesmal. Fail. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen, wenn es wieder heißt. Das wird das ja Conviction von mir, dem Mann, das auf Castclub. Haut rein, bis dahin. Ciao.